Es ist wieder soweit. Mietz und ich veranstalten wieder ein Community Battle. Die Regeln werden wieder die gleichen wie beim ersten Mal sein. Genauer gesagt verwenden wir die Ranglistenregeln. Es wurden keine festen Karten ausgesucht, sondern werden durch den Zufall ausgewählt. Wurde eine Karte bereits gespielt, wird diese aus dem aktiven Kartenpool herausgenommen. Um für ein bisschen Abwechslung zu sorgen, wollen wir neben den normalen Spielen auch Arcade-Spiele bestreiten. Welche Arcade-Spiele wir bespielen, legen wir später noch fest oder entscheiden je nach Zustimmung spontan. Um miteinander kommunizieren zu können, werden wir wieder den Community-Discord-Server verwenden. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Aber Oryx, wir wissen noch nicht, wann Combat 2 stattfindet. Hey, was für ein Zufall, dass ich gerade in den Kalender geguckt habe. Das Event wird am 25. März 2017 um 18 Uhr starten. Die Spieler finden sich bitte eine Stunde vorher im Discord ein, also um 17 Uhr, damit wir noch die Gruppen erstellen können, die Leute einladen können oder andere Dinge, die eventuell vorher noch gewartet werden müssen. Das Ganze wird von Mitsu gestreamt. Den Link zum Kanal findet ihr auch in der Videobeschreibung da unten. Da ich leider nicht über den nötigen Affenbutler verfüge und die Daten nicht schnell genug auf eure Monitore schicken kann, wird von mir alles nur aufgenommen und später bei YouTube hochgeladen. Das heißt für euch, solltet ihr nicht wollen, dass man eure Stimme hört, aus welchen Gründen auch immer, müsst ihr euch muten. Damit wir wissen, wer alles teilnimmt, hat Mitsu wieder eine Umfrage gestellt. Den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Tragt euch dort bitte entweder mit eurem Battletech oder euren Namen ein. Wenn ihr nicht möchtet, dass euer Battletech in der Umfrage auftaucht, schreibt euren Namen rein und schickt uns später den vollständigen Tag auf Discord. Da wir beim letzten Mal unsere Zeitplanung um knapp 3 Stunden überzogen haben, versuche ich dieses Mal nicht abzuschätzen, wann Ende sein wird. Beim letzten Mal gab es neben dem Stream von Mitsu auch einen Spectator-Stream. Spectator sind Leute, die dort unsichtbar rumfliegen und heimlich in der Dusche beobachten und dies filmen. Dies haben wir gemacht, damit ihr auch andere Sichtweisen sehen könnt, außer die von Mitsu. Da wir aber für dieses Mal bisher noch keinen bestimmt haben, könnt ihr euch gerne bei uns melden, wen ihr diesen Part übernehmen wollt. Beachtet dabei bitte, dass ihr eine Verzögerung von mindestens 3 Minuten einstellt, denn niemand soll ja einen Vorteil daraus ziehen können. Wir haben wieder kein erforderliches Level oder Skillniveau festgelegt, also alle Neulinge, Noobs, wie wir alle, sind willkommen. Wenn ihr also Zeit habt, kommt vorbei und spielt mit oder guckt euch gemütlich den Stream an. Wir sehen uns dann auf dem Schlachtfeld. Oh Gott. Uah! Nimm schön deine Medizin. Keine Sorge, das tut gar nicht lange weh. Darling Minil Ellen.